Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Halsen-Tutorials. Im letzten Video habe ich euch die normale Halse erklärt und auch schon mal den Fußwechsel etwas angedeutet. Und in diesem Video geht es eben um die Halse aus der Switch-Position in die normale Fahrweise, also einmal andersrum, und auch um den Fußwechsel sowohl vor der Halse in die Switch-Position rein und auch um den Fußwechsel nach der Halse in die normale Fahrweise wieder zurück. Ich verlinke euch das erste Video nochmal hier oben irgendwo. Schaut da gerne mal rein. Und in diesem Video erkläre ich euch alles erstmal an einem Beispiel mit der GoPro, also direkt vom Wasser, und dann auch nochmal anhand einem Beispiel, welches von der Drohne gefilmt wurde. Wenn euch diese Art von Videos gefällt und ich euch helfen kann, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann auch. nein, ich würde sagen, wir sehen uns einfach jetzt gleich im Beispiel. Bis gleich. Okay, Freunde, ich würde euch empfehlen, dass ihr erstmal wieder in die Switch-Position geht. Also den Fußwechsel, den zeige ich euch jetzt mal. Ihr setzt euren hinteren Fuß schnell in die vordere Fußlaufe und den vorderen schnell nach hinten. Warte, es geht ungefähr so. Habt ihr gesehen? Damit das Board in einem möglichst kleinen Zeitraum unkontrolliert ist, beziehungsweise dass man da dann noch nicht richtig steht in dem kurzen Zeitraum. Und dann zur Halse würde ich wieder den unteren Griff nehmen. Dadurch könnt ihr den Wing besser shiften, dann Geschwindigkeit aufbauen und dann in die Halse reinkarven. Zack, und den Wing jetzt nach rechts nehmen und dann rotiert er wie von selbst herum und ihr könnt einfach wieder neu greifen. Genau, warte, ich zeige euch das noch einmal. Bei der Halse einfach wieder Unterhandgriff und karven. Wing hochhalten und umgreifen. Jetzt stehe ich gerade im Switch, bleib mal eben so. Ich zeige euch den Fußwechsel später nochmal. Dann Unterhandgriff habe ich. Schnell werden. Dann den Wing so. Wenn ihr angepowert seid, dann den Wing reinkarven, Wing nach rechts und rum. Das voll kurz aus dem Wasser gekommen, weil ich ein bisschen zu stark rumgekarven bin. Was bei der Halse in diese Richtung extrem wichtig ist, ist den Wing nach rechts zu halten, denn dadurch shiftet der Wing einfach besser und ihr kommt auch schneller durch die Halse. Ich werde als nächstes auch ein Tutorial zur Wende drehen, denn damit kommt ihr einfach so schnell gegen den Wind und es ist nochmal einfach auch ein richtig cooles Gefühl. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Fußwechsel. Ich fahre hier gerade in der Switch-Position und versuche wieder mit dem rechten Fuß nach vorne zu kommen. Dazu müsst ihr euren vorderen Fuß so schnell es geht aus der vorderen Fußschlaufe raussetzen und den anderen etwas weiter nach vorne stellen. Das ist einfach extrem viel Übung und das braucht Zeit, also verzweifelt da nicht, falls ihr das irgendwie die ersten 50 Male nicht hinbekommt. Irgendwann macht es einfach Klick und ja, dann wird das Ganze auch ziemlich einfach. Bei dem Manöver hilft auch ein langer Mast, denn dann kommt ihr mit dem Foil nicht so schnell aus dem Wasser. Aber ihr müsst generell versuchen, dass ihr so schnell wie möglich wieder Druck vorne aufs Board bekommt, ja, weil sonst eben das Foil aus dem Wasser kommt. Anfangs könnt ihr auch einen Touchdown machen, also ihr setzt kurz das Board ab, bleibt dabei beim Gleiten und macht dann euren Fußwechsel, denn dann habt ihr einfach deutlich mehr Stabilität und es fällt euch nochmal leichter. Diese Beispiele hier gerade sind schon etwas älter, aber ich dachte, ich nehme sie trotzdem mal mit rein, weil man dann diesen kritischen Zeitpunkt besser sieht, wo die Füße noch nicht richtig stehen und wo das Board dann eben etwas unkontrolliert ist. Und wie ihr auch am Anfang des Videos gesehen habt, springe ich mittlerweile mit den Füßen gefühlt nur noch von Fußschlaufe zu Fußschlaufe. Und da sollte dann eben euer Ziel sein, dass dieser Zeitraum, wo das Board unkontrolliert ist, möglichst klein bzw. möglichst kurz ist. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr jetzt gerne unten auf Abonnieren drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, ich glaube, das nächste Video wird wieder ein Vlog vom Möhnesee sein. Also bleibt da auch mal gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Ciao. Got me all fake.